Herzlich willkommen zum Launch-Event der neuen Rubrik Rübergemacht bei Wir sind der Osten. Ich bin Melanie Stein, ich bin Journalistin und Initiatorin. Wir wollen heute so ein bisschen darüber diskutieren, was heißt eigentlich Ostdeutsch sein? Wer ist eigentlich Ostdeutsch und was heißt das für die Zukunft? Und vor allen Dingen wollen wir herausfinden, wie wir Brücken bauen können zwischen Ost und West. Und ich freue mich jetzt, die Gäste euch einmal vorzustellen. Und zwar freue ich mich sehr, dass der Ministerpräsident von Thüringen heute da ist. Bodo Ramelow ist in Niedersachsen geboren, engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für Ostdeutschland und er war der erste Ministerpräsident, den die Linkspartei gestellt hat. Herzlich willkommen, Herr Ramelow. Wenn man schon so viele Jahre sich in Ostdeutschland lebt, sich für Thüringen engagiert, fühlt man sich dann Ostdeutsch? Fühlen Sie sich Ostdeutsch, würden Sie das sagen? Nein, das würde ich nicht sagen, weil ich bin tatsächlich westdeutsch sozialisiert und habe gelernt, dass wir aus sehr unterschiedlichen Welten kommen, uns miteinander in Bewegung gesetzt haben und ich sehr viel hinterfragen musste, um überhaupt zu verstehen, wo Probleme entstehen oder wie Probleme zu lösen sind und dass man gemeinsame Perspektiven auch immer wieder neu erarbeiten muss. Was ich fühle mich als jemand, der 30 Jahre Transformation erlebt hat, und damit viele Schicksale begleitet habe von Menschen hier in den neuen Ländern, ganz konkret hier in Thüringen. Und das hat mir viel Einblick gegeben, auch in die Brüche, in die Abrisse und auch die Bemerkung, die Sie gemacht haben, wie viele Menschen dann in den Westen gegangen sind. Das sind Dinge, die ich sehr genau mitspüre, weil ich dann eben auch bei Eltern und Großeltern nachvollziehen kann, wie traurig sie sind, wenn ihre Kinder gegangen sind. Aktuell gibt es einen Trend, dass auch wieder viele zurückkehren. Darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen. Aber zunächst möchte ich Kai Diekmann begrüßen, den ehemaligen Bildchef. Er ist Gründer von Story Machine, in Ravensburg geboren, in Bielefeld zur Schule gegangen, 15 Jahre in Hamburg gelebt. Und dann, als die Bild nach Berlin ging, haben Sie sich 2008 entschieden für Potsdam. Jetzt leben Sie in Potsdam und auf Usedom. Herr Diekmann, war das damals eine bewusste Entscheidung für Brandenburg, eine bewusste Entscheidung für den Osten oder was war der Anreiz für Potsdam? Das war eine bewusste Entscheidung für Potsdam. Da hat jetzt keine Rolle gespielt, ob das Brandenburg ist oder ob das Schleswig-Holstein ist oder ob das Niedersachsen ist, sondern ich habe in meiner Zeit 91, 92, in denen ich in Berlin war, häufig die Fahrt nach Potsdam gemacht und bin dann hier spazieren gegangen und fand es einfach wunderschön. Die Gegend wunderschön mit ihrem Wasser. Wenn man aufwächst in Bielefeld, aber vom Bodensee kommt, dort geboren ist, dann ist Wasser etwas, was einem fehlt. Und das hat Potsdam in Hülle und Fülle. Und die Wälder hier, die wunderschöne Architektur, das war einfach ein Ort, in dem ich mich verliebt habe. Und als wir die Chance bekommen haben, hier dann auch zu leben, war das für uns als Familie überhaupt gar keine Frage, dass das der Ort ist, an dem wir leben möchten. Wie sehr Sie Potsdam und Usedom mögen, das kann man auch sehr häufig auf Ihrem Twitter-Account sehen, denn Sie posten viele Fotos. Da gehen wir gleich auch nochmal näher drauf ein. Aber jetzt begrüße ich erstmal Juliane Stückrath. Sie ist Volkskundlerin, in Eisenach, Thüringen geboren. Und da viele, viele Wissenschaftler sich vor allen Dingen in Städten aufhalten, haben Sie sich gesagt, ich gucke mir eher mal die Provinzen an und haben eine Studie zum Beispiel in Gößnitz in Ostthüringen durchgeführt. Frau Stückrath, wenn Sie sich in der Provinz aufhalten, heutzutage, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, würden Sie trotzdem sagen, dass es noch so etwas wie typisch Ostdeutsch gibt, eine typisch ostdeutsche Eigenschaft oder typisch Ostdeutsches? Die Frage muss ich ganz, ganz vorsichtig beantworten, weil ich leider noch nicht in der westdeutschen Provinz geforscht habe. Ich plane ein Fotoprojekt und ein Reiseprojekt entlang der thüringisch-bayerischen Grenze und hessischen Grenze zusammen mit einem Fotografen. Und dann werde ich das mal erkunden, wie sich das auf der Westseite wohl anfühlen mag. Natürlich gibt es etwas, würde ich sagen, was einfach typisch ist. Durch die Geschichte bedingt sind natürlich die Diktaturerfahrungen, die die Menschen mit sich bringen. Und ja, die heute auch in der Erinnerungskultur eine ganz große Rolle noch spielen. Also ich untersuche unter anderem auch Kirchgemeinden in Sachsen und da ist es immer wieder, ja, früher zu DDR-Zeiten. Also mit diesem Satz beginnen einfach ganz, ganz viele
Erinnerungen, über die die Menschen reden. Also die DDR ist auch noch nach 30 Jahren ein Maßstab, ein Erfahrungshorizont, nach dem heutige Erlebnisse irgendwie bewertet und ja auch eingeschätzt werden. Das war auch eine Erfahrung, die wir tatsächlich gemacht haben mit dem Launch damals 2019 im Oktober. Da haben wir gemerkt, da haben sich ganz, ganz viele Menschen auch erstmals vor allen Dingen öffentlich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt und mit dem, was es eigentlich bedeutet hat, wenn man in einem Land geboren ist, das nicht mehr existiert oder auch mit den Nachfolgen, mit der Transformation umgehen musste, wie Herr Ramelow das gerade beschrieben hat. Ich freue mich außerdem, dass Josa Mania Schlegel bei uns ist. Er ist Journalist, kommt aus Weimar, hat für die Zeit im Osten gearbeitet und ist aktuell Chefreporter der Leipziger Volkszeitung. Josa, du bezeichnest dich selbst als Ossi-Lobbyist. Weshalb braucht der Osten eine Lobby? Ich glaube, das realisiert man vor allen Dingen dann, wenn man zu den Nachwendekindern gehört, zu denen ich mich zähle, also so um die Mauerfalljahre geborene Kinder ostdeutscher Familien. Also für mich waren die letzten 5 Jahre dieser Ostdebatte, aus der auch wie diese Initiative entstanden ist, total spannend. Da ging es viel um DDR, wie auch Frau Stückrad gerade sagt. Und das war irgendwie was, das habe ich mir angeguckt und viel über meine Eltern nachgedacht. Ich habe mich aber auch immer gefragt, warum man eigentlich nicht über den Osten von heute als so einen ja, abgeschlossenen Raum nachdenken kann und vielleicht einmal sagen kann, dass auch Menschen wie ich und andere Ossis meines Alters, die jetzt so langsam 30 werden, dass die eigentlich auch ganz, ganz unterschiedlich sind als ihre westdeutschen Altersgenossen. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit. Ich glaube aber, der nächste Schritt, der wird noch viel schwerer und härter und schmerzhafter. Ich spüre nämlich derzeit so einen gewissen Groll, den diese Nachwendekinder gegenüber ihren westdeutschen Altersgenossen so aufbauen und irgendwie nicht artikulieren können. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr über diesen Groll sprechen könnten, vielleicht auch in der kommenden Stunde. Wir werden über den Groll sprechen, aber hoffentlich auch über Brücken. Vielen Dank, Josa, dass du da bist. Und ich begrüße außerdem Jessie James Lafleur, sie ist Spoken Word Artist. Und zwar kommt sie aus Ostbelgien, das ist der deutschsprachige Teil, autonome Teil Belgiens. Und sie organisiert Poetry Slams in Sachsen und schafft damit also einen geschützten Raum, um Meinungen offen zu äußern. Jessie, du hast in vielen, vielen Ländern dieser Welt gelebt. Jetzt lebst du in Sachsen in Görlitz. Weshalb, was fasziniert dich an Sachsen? Das ist ja richtig. Deutschland ist Land Nummer 15, in dem ich jetzt lebe. Und es ist nicht so, dass Sachsen mich auf irgendeine Art und Weise fasziniert. Es ist eine ganz langsame Annäherung geworden, da wir in Ostbelgien uns so gut wie gar nicht mit Deutschland auseinandersetzen, geschweige denn mit der DDR. Das ist eine Arbeit gewesen, die ich hier seit 2013 und eben auch eine Aufarbeitung, die ich gemacht habe. Und es ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, nach Görlitz zu kommen, weil ich hier nämlich 2 Startups gegründet habe und nirgendwo sonst in einer anderen deutschen Stadt das Potenzial gesehen habe, im soziokulturellen Sektor solch eine große Arbeit verwirklichen zu können. Also das ist der eigentliche Grund, warum ich hier bin. Die Unterstützung, die ich hier erfahren habe, habe ich noch nie irgendwo anders erfahren in Deutschland. Das finde ich herausragend und auch herausstechend. Über deine Arbeit sprechen wir auch gleich nochmal. Aber zunächst geht es um die Frage, was ist eigentlich, vor allen Dingen, wer ist eigentlich Ostdeutsch? Und ist Ostdeutsch sein noch eine Frage der Herkunft? Tatsächlich haben wir diese Frage 2019 allen Menschen gestellt, die mitgemacht haben. Das sind jetzt ungefähr 300. Und davon haben 2/3 gesagt, sie fühlen sich Ostdeutsch. 1/3 hat das abgelehnt. Das sind vor allen Dingen die jüngeren Menschen, die dann sagen, ich bin eher Europäer zum Beispiel. Und wir haben diese Fragen aber auch der neuen Gruppe, also den Zugezogenen, gestellt. Und das Überraschende war, dass fast 1/4, 23% dieser Gruppe, dieser 100 Menschen sagt, ich fühle mich Ostdeutsch. Und Herr Ramelow, auch wenn Sie sagen von sich, Sie würden sich nicht als Ostdeutsch bezeichnen, können Sie das verstehen, dass sich viele Menschen, die zugezogen sind und vielleicht auch schon lange dort leben, so fühlen? Das, was Frau Lafleur gerade gesagt hat, ist doch das Spannende, dass Menschen sich hier niedergelassen haben und angefangen haben, die Ärmel aufzukrempeln und auf einmal Neues gemacht haben. Und da gibt es auf einmal bei diesen, die sich da aufmachen, keine Unterscheidung zwischen hiesigen oder dortigen, sondern da geht es darum, ob man gemeinsam was stemmt. Ich habe jetzt gerade meine Sommertour durch
Da war ich 14 Tage in Dörfern unterwegs und an Orten, die eigentlich schon aufgegeben waren. Einzelne Bauernhäuser, der eins habe ich jetzt besucht, das sind Leipziger, die ins Altenburger Land gegangen sind. Dieses Bauernhaus hat 30 Jahre leer gestanden und sollte abgerissen werden. Jetzt hat es ein neues Leben bekommen. Und das Erste, was sie gemacht haben, ein Klavier in die Mitte zu stellen und Musik zu machen. Und aus den Nachbarhöfen kommen Nachbarn und sie arbeiten gemeinsam. Oder ich habe ein ganzes Gutshof besucht, der eigentlich abgerissen werden sollte. Da leben jetzt wieder 15 Menschen, jung und alt, zusammen. Und die Frage ist nicht, ob jemand aus Ost oder West ist, sondern die sagen, wir haben uns diesen Ort, der Ort hat nach uns gerufen und wir wollen hier unser Leben entwickeln. Und wir leben hier zusammen, sind alle in normalen Berufen, sind alle irgendwo unterwegs. Und das Erste, was sie machen müssen, ist der Kampf um Wasser, um Strom und um ein Leerrohr, damit ein Breitbandanschluss gemacht werden kann, damit der Architekt auch weiter als Architekt arbeiten kann. Und das ist so, was ich spannend finde, dass in den letzten 30 Jahren Transformation die schweren Einschnitte waren. Den Arbeitskampf in Bischofferode habe ich erlebt und geschlichtet und war mittendrin. Und ich habe erlebt, dass viele Menschen in den Orten, in denen die Kaliwerke zugemacht worden sind, die Hoffnung verloren haben. Und nebendran haben auf einmal junge oder Menschen angefangen, wieder sich neu zu gründen. Und das ist das eigentlich Spannende. Deswegen den Teil nehme ich als gesamtdeutsch und als spannenden ostdeutschen Transformationsvorschub gerne auf. Warum ich mich ein bisschen wehre, Ostdeutscher, mich als Ostdeutscher zu definieren, weil zu Ostdeutsch als DDR-Bürger gehören auch die ganzen unangenehmen Erfahrungen mit der Staatssicherheit, die unangenehmen Erfahrungen der Besserwisserei der Partei, die ja im Gencode meiner Partei drin ist und diese ganzen Schikanen und auch das schlimme Eingreifen in Lebensentwicklung sind Dinge, die eine ganz eigene Erfahrung geprägt haben, die auch teilweise bis heute noch durchträgt und sich auch leider weitergibt mit einem hohen Staats-, also einem Verhältnis zu einer Staatsgläubigkeit oder einer Staatserwartung, die ich in meiner westdeutschen Sozialisation jedenfalls nie kennengelernt habe. Ich möchte gerne die anderen Panelisten ermuntern, auch direkt auf das Gesagte einzugehen. Also auch wenn wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen, können Sie das gerne machen und direkt auf den Vorredner reagieren. Ansonsten würde ich jetzt erstmal Juliane Stückrath fragen, Sie als Wissenschaftlerin, was würden Sie denn sagen, was ist Ostdeutsch? Wer ist Ostdeutsch? Ja, ich werde dann erstmal die Kategorien bestimmen, nach denen wir das sozusagen beurteilen. Bitte nicht. Ich sage jetzt einfach mal, Ostdeutsch ist erstmal eine Himmelsrichtung, wenn wir sagen, wo lebt man? Also ich lebe ja in Thüringen, eigentlich in Mitteldeutschland. Also Ostdeutsch in den Kategorien, in denen wir jetzt gerade diskutieren, wäre für mich schon, dass man in gewisser Weise die DDR noch erlebt hat, auch als Kind vielleicht noch und die frühen Wendejahre ja auch noch sozialisiert wurde von Erzieherinnen, die eine DDR-Ausbildung hatte, von Lehrern und so weiter. Also dass irgendwie diese Zeit der SED-Diktatur die Biografie noch mit beeinflusst hat. Das, denke ich, ist für mich Ostdeutsch und insofern freue ich mich über die Aussage auch von Herrn Ramelow, der einfach auch Respekt hat vor diesen Erfahrungen, die da mitkommen. Und ich sage auch oft zu Westdeutschen, die von sich sagen, wir sind Ossis, wieso wollt ihr das eigentlich sein? Also das ist auch gar nicht so unbedingt einfach, das so mit sich rumzuschleppen. Es klebt, das stimmt, aber ist an einem. Es klebt eine Befangenheit an einem in vielen Dingen. Ich denke, wir sind durch diese Erfahrungen und auch durch die Transformationserfahrung in vielem ein bisschen komplizierter manchmal, was auch unsere Emotionalität angeht. Und da muss man uns eigentlich nicht drum beneiden. Ich glaube, dass Sie da was ganz Wichtiges ansprechen, Frau Stückrath. Das ist nämlich die Frage der Biografie und die Generationenfrage. Also was habe ich noch erlebt, was habe ich nicht mehr erlebt? Selbstverständlich sind Bodo Ramelow und ich im Westen völlig anders sozialisiert worden als jemand, der im gleichen Jahr geboren ist und in der DDR aufgewachsen ist. Ich bin Jahrgang 64. Ich sage immer, ich bin der meiste Deutsche. Es gibt von keinem Jahrgang so viele von denen, die 1964 geboren worden sind.
und heute noch leben. Natürlich hatte ich andere Möglichkeiten. Natürlich hatte ich die Möglichkeit zu reisen, hatte ich die Möglichkeit, eine freie Berufswahl zu treffen. Und das prägt einen selbstverständlich. Und deswegen bezeichnet für mich in dem Zusammenhang die Frage, kommt jemand aus dem Osten, kommt jemand aus dem Westen, auch die biografischen Erfahrungen, die man sehr individuell gemacht hat. Jetzt lebe ich ja schon einige Zeit hier in Potsdam, was sicherlich auch nochmal eine ganz besondere Situation ist, hier vor den Toren von Berlin und auch in seiner Sozialstruktur. Und trotzdem lebe ich jenseits der Lieniger Brücke auf Brandenburger Boden. Meine Kinder sind alle noch in Hamburg geboren, aber hier aufgewachsen in Potsdam. Was sind die denn jetzt eigentlich? Sind die Westdeutsch? Sind die Ostdeutsch? Und dann, lieber Josef Manja Schlegel, sprachen Sie eben davon, dass Sie es interessant finden, dass Sie auf die Altersgenossen in Ihrem Alter, in Ihrer Generation, die aus dem Westen kommen, einen gewissen Groll hegen. Gegen wen oder was müssten denn dann meine Kinder jetzt Groll hegen? Oder aus welchen Gründen müssten sie Groll hegen? Das ist ein Punkt, den ich bei Ihnen gerade nicht so richtig verstanden habe. Mich wirklich die Frage interessieren, was sind meine Kinder? Ich glaube, wenn ich ein großes Ziel hätte in dieser ganzen Debatte, dann wäre das, lieber Herr Diekmann, dass Sie genau diese Frage stellen aus Ihrer westdeutschen Perspektive. Ich glaube, wenn man sagt, dass Ostdeutschsein mit DDR zu tun hat, dann muss man sagen, dass heute noch die größte ostdeutsche Erfahrung machen, die vielleicht aus einem DDR-Haushalt kommen. Also bei Eltern aufgewachsen sind, in einer Familie aufgewachsen sind, die DDR-Erfahrung hat. Also ich werde nicht zum Ostdeutschen, wenn ich mir jetzt eine Fita-Cola kaufe und mich sozusagen mit ostdeutscher Popkultur schmücke und irgendwie das ganze Behagliche daraus nehme. Aber all die Unannehmlichkeiten, die damit kommen, dass ich nichts erbe vielleicht, dass meine Eltern nicht genau wussten, wie man Kapital aufbaut oder dass sie vielleicht gewisse akademische Defizite haben, nicht so eine große Weltgewandtheit. Also all das ist ja auch ostdeutsch und damit hat man irgendwie zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass viele Westdeutsche genau das verstehen, nämlich dass man in Städten in Leipzig, wo man dann aufeinanderprallt, West- und Ostdeutsch, eine Fallhöhe plötzlich hat und dass da eine Ungerechtigkeit empfunden wird. Und ich empfinde diese Ungerechtigkeit gar nicht so groß. Mein Vater ist Wessi, meine Mutter ist Ossi. Aber ich sehe das hier, dass viele Ostdeutsche merken, ihre Altersgenossen, die da aus westdeutschen Haushalten kommen, denen jetzt vielleicht schon die ersten Eigentumswohnungen überschrieben werden und die ihr ganzes Studium lang eigentlich nie wirklich jobben mussten, dass es da eine große Ungerechtigkeit gibt. Und die wird aber nicht ausgesprochen. Ich finde, darüber müsste man reden. Das können aber nicht die Ostdeutschen selber machen. Das müssen, glaube ich, die Westdeutschen sein, die ihr westdeutsches Privileg, westdeutsch zu sein, einmal kritisch reflektieren. Und sei es, wenn man einfach nur anfängt und sagt, ich bin westdeutsch, ich bin privilegierter. Erzählt mir mal, was das mit euch macht. Werden dann meine Kinder, wird sich das irgendwann rauswachsen? Was sind meine Kinder? Sind meine Kinder aufgrund der biografischen Vorprägung aus einem westdeutschen Elternhaus zu kommen, dann bleiben die dauerhaft westdeutsch oder machen sie hier eine ganz besondere, spezifische Erfahrung? Ihre Kinder sind eine ganz spezifische Kategorie. Also Kinder aus Westhaushalten im Osten gibt es zuhauf. Und ich glaube, dass die gewisse ostdeutsche Prägung haben. Die wachsen nämlich manchmal in Gegenden auf, in denen es vielleicht nicht ganz so dicht aneinander wohnt. Ja, in denen man vielleicht noch ein bisschen was von der Armut spürt. Und die werden wahrscheinlich auch Schulkameraden haben, die eine ostdeutsche Erfahrungsschatz vielleicht am Küchentisch oder am Abendbrottisch von ihren Eltern mitgegeben bekommen haben. Also ich glaube, ihre Kinder sind so ein bisschen der Weg dahin zu diesem ganzen wir finden wieder zusammen. Also deshalb finde ich das auch großartig, dass man jetzt über Menschen wie Sie redet, die eben rüberkommen und hier ihr Leben sich ein zweites Leben aufbauen oder ein anderthalbtes oder weiß ich nicht, und sozusagen diese Annäherung mitwirkt, viel mehr als das Politik je könnte. Ich versuche mal einen praktischen Einwurf zu machen. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja evangelischer Christ und bekennendes Mitglied der Kirche. Für mich ist also Jugendweihe nicht unbedingt die Favoritengeschichte.
Ich kannte sie aber, weil ich Familie in der Altmark hatte und dort zum ersten Mal auf Jugendweihe getroffen bin. War für mich eine neue Erfahrung. Dann bin ich jetzt seit 30 Jahren hier. Die ersten Jahre wollte die CDU, dass die Jugendweihe aus den Familien verschwindet und dass sie in den Schulen nicht mehr stattfindet, weil sie doch als Staatsreligion quasi eingeordnet war. Das Kuriose ist mittlerweile, ist jetzt die dritte Generation, die ich erlebe. Tatsächlich, die Jugendweihe in Thüringen ist voll. Und die westdeutschen Verwandten kommen in den Kaisersaal nach Erfurt, schauen der Jugendweihe zu. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie das als Folklore von einem fernen Volk wahrnehmen. Aber die Jugendweihe tradiert sich weiter. Und Herr Diekmann, die Frage ist, ob Sie jemals auf die Idee kämen, Ihre Kinder zur Jugendweihe zu schicken. Also ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen könnte, meine Kinder zur Jugendweihe zu schicken. Aber ich habe zumindest begriffen, wie wichtig und was für eine wichtige Erfahrung die Jugendweihe in der DDR gewesen ist, was zum Beispiel mich auch zu einem Umdenken in einer der zentralen Fragen hier in Potsdam veranlasst hat. Sie wissen ja, dass wir seit Jahren hier in Potsdam erbitterte Auseinandersetzungen über die Stadtarchitektur, über das Stadtbild führen. Was wird abgerissen? Was darf stehen bleiben? Diese Debatte ist für mich übrigens tatsächlich eine Stellvertreterdebatte darüber, über welches Potsdam wir eigentlich wollen, wie wir zusammenleben wollen, welchen Weg wir künftig gemeinsam in Potsdam gehen wollen, in einer Stadt, in der eben Ost und West doch in einer ziemlich harten Weise aufeinander getroffen sind. Und hier gab es eine ganz heftige Debatte um das Hotel Mercure. Das Hotel Mercure war, glaube ich, das allererste Interhotel in der DDR, ein Vorzeigehochhaus, was natürlich im Stadtbild, im Umfeld des neu errichteten Stadtschlosses ein unglaublicher Störfaktor ist und in die Silhouette der Stadt nicht gehört. Sie erinnern sich, Hasso Plattner hatte angeboten, das Hotel der Stadt abzukaufen, abzureißen und an der Stelle ein Museum für Kunst zu errichten. Dafür eingesetzt? Nein, wir haben etwas anderes gemacht. Wir haben tatsächlich den Perspektivwechsel gesucht. Meine Familie und ich sind ein Wochenende in dieses Hotel gezogen, in den obersten Stock, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist das eigentlich, das aus der anderen Perspektive zu betrachten. Und abgesehen davon, was für einen wunderschönen Blick man von dort aus über die Stadt hat, ist mir klar geworden, mit wie vielen Erinnerungen dieser Ort für viele Mitbürger in Potsdam behaftet ist und dass man vor diesen Erinnerungen selbstverständlich auch Respekt haben muss und dass Potsdam natürlich nicht nur die Stadt Friedrich des Großen ist, sondern eben auch 40 Jahre DDR-Geschichte erlebt hat und wir an dieser Stelle, finde ich, auch sensibel umgehen müssen mit diesen völlig anderen Erfahrungen und das war dann der Grund, warum meine Familie und ich dann offiziell gesagt haben und uns auch eingesetzt haben, dass dieser Bau eben auch stehen bleibt. Unabhängig davon, ob er schön ist oder nicht schön ist, möglicherweise auch stört, aber auch das gehört zur Stadtgeschichte. Und das ist eigentlich der Weg, finde ich, den wir gehen müssen, dass wir auf den anderen hören, wir versuchen, ihn zu verstehen und dass wir die gegenseitigen Erfahrungen wertschätzen, ernst nehmen und vor allem respektieren. Okay, also die Erfahrungen wertschätzen, aber Jugendweihe eher nicht. Jesse, du wolltest noch was sagen. Ja, mir fällt in der ganzen Diskussion gerade ein Wort und das ist das Wort Identität. Und ich arbeite ja vorrangig mit Jugendlichen zusammen und viele dieser Jugendlichen sind Anfang 20 beziehungsweise noch jünger und haben trotzdem aufgrund ihrer Eltern, und so lange ist das noch gar nicht her, haben von ihren Eltern mitbekommen, dass es mal eine Treuhand gab, dass der Westen mal rübergekommen ist, um den Osten aufzukaufen, dass einige haben Elternteile, die nach der Wende ihr Diplom verloren haben beziehungsweise ihre Jobbezeichnung oder eben das Familiengut oder eben den Bauernhof oder etc. Und es gibt sehr viele Jugendliche, die die DDR nie mitbekommen haben, aber die eben aufgrund der Identität, die ihre Eltern verloren haben, und so kann man es nämlich auch nennen, dass da ein Identitätsverlust vorliegt, denn zum Beispiel mein Partner ist 39 und in der DDR geboren, also er ist praktisch in einem Land geboren worden, das es jetzt nicht mehr gibt, und da darf man von Entwurzelung und auch von Identitätsverlust sprechen, und das ist auch, was ganz viele Jugendliche heutzutage eben auch immer noch empfinden. Das ist
vielleicht, wie Herr Ramelow sagte, die dritte Generation. Aber ich meine, so ein Generationsschmerz trägt sich eben auch weiter. Und ich sehe hier in der Provinz ganz viele Jugendliche, die auch mit Anfang 20 einen großen Wert darauf legen, eine Simson zu fahren. Ich kenne einige, die eine FDJ-Flagge in ihrem Zimmer hängen lassen, die sich auf diese Art und Weise mit etwas auseinandersetzen, was den Eltern sozusagen weggenommen wurde, wo es keine richtige Aufarbeitung gab. Und das ist ein enormer Vertrauensverlust eben auch gab. Und das ist etwas, was man vielleicht nicht so sehr in den großen Städten fühlt, aber das fühlt man auf alle Fälle in der Provinz. Und ich denke, das ist etwas, was man, wenn Herr Diekmann fragt, was sind denn meine Kinder? Das ist eben genau dieser Generationsschmerz, dieses Trauma. Ich würde definitiv von Trauma sprechen, die westdeutsche Kinder, die in den Osten ziehen, niemals nachempfinden können. Alleine schon in der Kommunikation. Ich habe sehr viel Zeit im Eichsfeld verbracht, was ja nochmal ein ganz, ganz spezieller Ort ist, einfach durch die Grenznähe. Aber ich finde es total interessant, wie Jugendliche aus Göttingen und Heiligenstadt im gleichen Alter, die nur einen Steinwurf voneinander entfernt sind, nicht miteinander kommunizieren können, einfach weil die eine Generation die andere Generation nicht versteht, obwohl es die gleiche ist. Das ist das, was ich damit sagen will. Ich glaube, das ist so ein Schmerz, den kann man nicht fühlen, wenn man es nicht erlebt hat. Und das ist für mich ein expliziter Unterschied. Und ich merke diesen Schmerz. Und ich merke das auch, wie viele junge Menschen sich das wünschen, sich damit auseinandersetzen zu dürfen, zu können. Und das ist für mich der explizite Unterschied zwischen der ostdeutschen und westdeutschen Jugend und wo der Konflikt ist. Aber Frau Lefleur, eine Ergänzung. Die Schwalbe, die Sie ansprechen, nicht nur, dass sie aus Suhl ist und wir stolz als Thüringer auf die Schwalbe sind, aber die hat was ganz Schönes, nämlich sie ist 10 km/h schneller wie die westdeutschen vergleichbaren Mopeds und die sollte durch den Einigungsvertrag sollte sie eigentlich als Rostlaube sich dahin rosten. Und sie ist zugelassen, wenn sie eine Original-DDR-Zulassung hat, dann ist sie mit den 10 km/h auf ewig zugelassen. Das heißt, diese Schwalben werden gerade in Gang gesetzt und haben einen hohen Wert und eine hohe Identifikation, weil man damit so ein bisschen der Jugendliche, der da drauf sitzt und damit rumfährt, der zeigt auch so ein bisschen seinen Stolz darauf, dass er sagt, oh, wir sind doch 10 km/h schneller. Und das hat uns die Treuhand nicht kaputt gemacht, auch wenn die Treuhand am Ende die Firma Simson als Produzenten kaputt gemacht hat. Was uns als Team sehr gefreut hat, also ihr könnt ja auch alle jetzt die neuen Bögen auf der Website sehen, sind tatsächlich die Geschichten, ist auch die Wertschätzung. Ja, es stimmt wahrscheinlich, dass bestimmte Erfahrungen, die Ostdeutsche gemacht haben, nicht so leicht nachvollziehbar sind. Aber wir haben auch zum Beispiel die Frage gestellt, was hast du in Ostdeutschland gelernt? Herr Diekmann, was haben Sie in Ostdeutschland gelernt? Vielleicht auch über Deutschland? Mich hat tatsächlich zutiefst beeindruckt, wie fast 2 Generationen, deren Lebensplanung ja mit dem Fall der Mauer komplett zerbrochen ist, die sich von heute auf morgen auf ein völlig anderes Leben einlassen mussten, deren Koordinaten ihnen völlig unbekannt gewesen sind, die gezwungen worden sind, sich zurechtzufinden. Wir mussten uns ja nicht groß umstellen, weil das System ja sozusagen der alten DDR zu Recht übergestülpt worden ist. Aber mit wie viel Elan, mit wie viel Kraft und mit wie viel Erfolg Freunde, die ich hier habe, Bekannte, Unternehmer und andere es geschafft haben, sich in diesem neuen Leben zurechtzufinden, etwas aufzubauen, etwas auszubauen, etwas völlig Neues zu machen, sich komplett neu zu erfinden, sich wirklich neu zu erfinden, das ist eine Sache, die mich jeden Tag auch immer noch zutiefst beeindruckt. Wir sind jetzt lange in Potsdam, noch nicht so lange auf Usedom. Und wenn ich dort sehe, was dort Menschen, die vorher etwas völlig anderes gemacht haben, in völlig anderen Berufen unterwegs waren, was die aus sich und ihrer Umgebung gemacht haben, das finde ich zutiefst beeindruckend. Das ist eine Eigeninitiative, die mich immer wieder überrascht. Im Übrigen, wie das Ministerpräsident Ramelow vorhin auch sagte, dann auch in gemeinsamen Initiativen. Also wir haben uns zusammengefunden und da ist nicht die Frage gestellt worden, wer kommt aus dem Osten, wer kommt aus dem Westen, 2007, 2008 hier in Potsdam, um eine Schule wieder zu eröffnen, die 1938 von den
Nazis beschlossen worden ist. Und auch da war es beeindruckend zu sehen, wie das Engagement von beiden Seiten zusammengekommen ist, hier wieder ein Stück weit etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen, was dann Kindern und kommenden Generationen zugutekommt. Ich bin nicht nur ein Fan, muss ich wirklich immer wieder sagen, der Schönheit der neuen Bundesländer. Ich finde, das sind nicht nur aus irgendeinem Grunde Landschaften, die mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, dass die Städtebilder natürlich wahnsinnig ein Stück weit auch Glück gehabt haben, dass es kein Kapital in der DDR gab, um Dinge möglicherweise kaputt zu sanieren. Also wenn ich mir viele westdeutsche Mittel- und Großstädte angucke, dann waren es ja gar nicht die Bomberflotten der Alliierten, die die schlimmsten Verheerungen angerichtet haben, sondern es waren die Stadtplaner in den 60er und 70er Jahren. Und da finde ich es großartig, was heute in den neuen Bundesländern zu entdecken ist, was man immer noch entdecken kann und dass man immer noch gestalten kann. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in Bielefeld noch hätte viel gestalten können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in Hamburg noch viel hätte gestalten können, auf Dinge Einfluss nehmen können, Dinge ausdiskutieren. Hier in Potsdam wird leidenschaftlich gestritten in der Stadt und diskutiert, wirklich hardcore gestritten über einzelne Projekte, über einzelne Bauten. Und das ist etwas, was ich unglaublich spannend und erfüllend finde. Gibt es auch Vorurteile gegenüber Westdeutschen oder vielleicht, also erleben Sie das, erleben Ihre Kinder das? Es ist ja auch auf Twitter vorher diskutiert worden, ob jemand, der aus Potsdam kommt, in Potsdam in der Berliner Vorstadt lebt, ob der von sich behaupten kann, er lebt wirklich im Osten. Also zumindest habe ich hier auch viele Freunde, die im Osten aufgewachsen sind, die mir ihre Biografien erzählen. Ich konnte da gerade zu Anfang gar nicht genug davon bekommen. Ich hatte das Glück, eine Nachbarin zu haben, im gleichen Alter, die auch im Olympiakader in der DDR gewesen ist. Und wir haben jeden Tag unsere Kinder zu Fuß in die Schule gebracht. Und ich habe jeden Morgen eine halbe Stunde Intensivunterricht bekommen in wirklich persönlicher DDR-Geschichte. Das, was man erlebt hat, wie es gewesen ist, was gut war und was nicht gut war. Und ich persönlich habe nie, zu keinem Zeitpunkt irgendein Vorurteil oder eine Anfeindung oder irgendetwas erfahren. Ich sage es nochmal, ich gebe gerne zu, dass wir möglicherweise hier in Potsdam in einer besonders privilegierten Situation leben und das mag in anderen Gegenden, die nicht so eine Wachstumsregion sind wie hier in Potsdam. Potsdam ist eine wachsende Stadt. Wir haben jedes Jahr mehr Einwohner noch als im vergangenen Jahr, dass das schon hier eine besondere Situation ist. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den wir auch häufig gelesen haben, dass viele sagen, okay, meine Vorurteile, die habe ich eigentlich komplett abgelegt, seitdem ich in Ostdeutschland lebe. Und vielleicht ist das auch ein guter Moment, noch zwei weitere Gäste dazu zu holen, nämlich, das ist einmal die Aktivistin Karime Diallo. Karime, du engagierst dich, hallo, schön, dass du da bist, du engagierst dich für Black Lives Matter in Dresden. Dresden, eine Stadt, die viele vor allen Dingen nur von Pegida kennen und die andere politische Seite, das gesellschaftliche Engagement, darüber wird nicht so viel berichtet. Was kannst du darüber sagen? Über das gesellschaftliche Engagement? Auf der anderen Seite von Pegida, genau. Ja, also ich bin ja seit 2015 in Dresden jetzt, also der Zeitpunkt, in dem eigentlich Pegida auch so auf seinem Höhepunkt war oder ja, viele Menschen zu sich gezogen hat. Und was ich wahrnehme seitdem und die letzten Jahre, ist halt schon ein sehr, sehr großes Engagement der Stadtgesellschaft. Also seit 5 Jahren werden Gegendemonstrationen organisiert. Es bedarf einen richtig großen Aktivismus und auch Durchhaltevermögen und eine Anstrengung, die wirklich ja, seit 5 Jahren jeden Montag auf die Straßen getragen wird. Und ja, also es ist krass zu beobachten, wie viele Leute immer noch durchhalten und ja, dadurch entsteht ein Bewusstsein in der Stadt und die Menschen werden politisiert und sensibilisiert für das Thema und Rassismus und latenten Rassismus, der in unserer Gesellschaft, also auch in ganz Deutschland,
zunehmend wächst und Menschen, die halt jetzt hier zum Beispiel in Dresden leben, können dem jetzt nicht wirklich, ja, aus den Augen verlieren. Und man hat eine klare Haltung und in westdeutschen Städten, was ich oftmals erlebe, also zum Beispiel auch in Berlin, sind Leute halt noch sehr, ja, in einer anderen Welt und sagen, ja, sowas kann nicht wieder passieren und Rassismus. Man fängt bei einem anderen Level an zu diskutieren. Also die Menschen hier sind politisiert und es macht eine angenehme Gesprächskultur, weil man auf einem anderen Starting Point quasi auch anfängt. Also das auch, ja. Genau, du sprichst an, das hast du auch in deinem Bogen geschrieben. Du hast bei uns auch gemacht, bei Rüber gemacht. Vielen Dank dafür, dass da hast du geschrieben, dass du wahrnimmst, dass das genau das Bewusstsein stärker ist, auch wenn die andere Seite natürlich auch härter ist. Aber das ist tatsächlich auch was wir sehen, also was ich sagen kann von unseren Bögen in allen Kategorien. Das Bundesland, das am stärksten vertreten ist, ist tatsächlich Sachsen und Thüringen sind ganz stark vertreten. Vielleicht kann dazu auch Medine Yilmaz noch was sagen, Dolmetscherin. Medine hat ebenfalls unseren Fragebogen ausgefüllt und ist ebenfalls Aktivistin. Wie ist deine Wahrnehmung? Weil wir wollen ja auch nichts verschweigen. Also es gibt natürlich Probleme und es gibt viele Menschen, die eine rechtsextreme Partei wählen. Wie gehst du damit um? Ich wohne schon seit 11 Jahren hier und bevor ich hergezogen bin, gab es die AfD so nicht. Als die AfD das erste Mal 8% oder so bekommen hat, habe ich gedacht, naja, okay, geht. Als wir das letzte Mal fast 25% bekommen haben, also ein Viertel quasi aller Stimmen, hat mich das beängstigt, aber auch gleichzeitig motiviert, gezielt auf diese Menschen zuzugehen. Und ich habe aber auch gesehen, dass das nicht alles Nazis sind. Ja, also zu lernen, zu sagen, okay, ich muss mit diesen Menschen sprechen, ich muss irgendwie Wege finden, sie zurückzugewinnen. Es gibt einen harten Kern, der einfach das aus opportunistischen Gründen macht, um halt diese Machtfunktion zu haben. Aber es gibt auch viele Mitläufer, die einfach frustriert sind und ihrer Frustration auch eine falsche Stimme geben. Ich versuche, mit ihnen zu sprechen. Früher habe ich mich zum Beispiel in Kommentaren mit ihnen schon böse auseinandergesetzt. Mittlerweile sage ich, ey, komm, ich bin offen, lass uns Kaffee trinken, okay. Wollen wir uns nicht am wenigen Markt treffen? Ich bin offen für deine Haltung. Lass uns doch mal sprechen. Ich erzähle dir meine Version. Und ich merke, dass die Leute dann automatisch dann auch so ein bisschen entspannter werden. Und ich merke aber auch, dass ich mit vielen Menschen spreche, die frustriert sind, weil sie aufgrund ihrer DDR, also ich sag mal, der DDR-Nachgeschichte auch sich nicht aufgehoben fühlen, sich nicht verstanden fühlen und ihre Geschichten auch gar nicht aufgearbeitet haben, die auch mehr Gehör brauchen, die auch mehr Anerkennung brauchen, die auch sagen, guck mal, wie viele wichtige Funktionen die Westdeutschen innehaben, guck dir das doch mal an, wir sind doch nichts wert und wir haben alles verloren, unsere Kinder sind weggezogen, die Infrastruktur ist schlecht geworden. Früher gab es hier überall Kneipenmedina, das gibt es jetzt alles nicht. Wir haben so viel verloren und man darf auch nicht vergessen, es war vorher einfach auch ein anderes Regime. Ne? Es war klar, es war ein Unrechtsstaat, aber es war auch der Kommunismus, der halt nicht den Konkurrenzkampf schlechthin wie im Kapitalismus innehat. Ne? Das hat für viele auch sehr viel Konformität und weniger Ellenbogenkultur bedeutet, was sie sich sehnlich zum Teil auch zurückwünschen. Und diese und ähnliche Aspekte und die Geschichten der Menschen darf man einfach nicht aus den Augen verlieren. Und ja, sie haben auch Vorurteile gegen Westdeutschen. Ich weiß noch, dass damals, ich habe erst studiert, hatte nicht so wirklich viel Kontakt zu Ostdeutschen, aber als ich dann Kontakt hatte, weiß ich noch, dass mir eine ältere Dame gesagt hat, weißt du, fangen Sie an zu rosten, ab in den Osten. Das werde ich nie vergessen. Wo ich dachte, was ist denn damit gemeint? Naja, alle diejenigen, die in Westdeutschland nichts bedeutet haben, sind nach Ostdeutschland gekommen und haben uns alles weggenommen. Ich kann mir vorstellen, natürlich, das neue System muss aufgebaut werden, aber auf der anderen Seite kannten diese Leute diese neue Kultur und dieses neue System, in dem sie sozusagen übergestülpt wurden, konnten damit so nicht umgehen. Ich glaube, wir brauchen da mehr Verständnis. Wir haben Schwierigkeiten, das ist echt nicht einfach. Es werden viele Migranten auch angegriffen. Erst vor kurzem wurde in Erfurt jemand ganz böse angegriffen, sehr brutal zusammengeschlagen, liegt auch im Krankenhaus schwer verletzt.
solche Geschichten erleben wir hier. Die gibt es aber auch in Westdeutschland. Hier haben sie aber mehr Freiraum. Also ich sag mal, in Wedding kannst du den Ali zwischen Mehmet und Atakan nicht so einfach angreifen, während sie hier unter sich sind und homogener sind und dann doch diese Freiflächen zu finden wissen und unsere Jugendlichen dann angreifen. Das ist halt sehr traurig, aber ich glaube, wir müssen, und deswegen bin ich auch hier geblieben irgendwann, wo ich dann gesagt habe, ach, weißt du was, wenn alle gehen, alle Menschen auch mit Migrationshintergrund gehen, die zum Teil Aufklärungsarbeit machen können und Sympathie gewinnen können, wie soll das dann weitergehen? Und deswegen bin ich hier geblieben. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank für dein Engagement. Das ist absolut noch der Fall. Es gibt noch sehr, sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund in den ostdeutschen Bundesländern. Und ich glaube, das führt uns jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen in unsere Abschlussrunde. Denn wir wollen natürlich vor allen Dingen auch nach vorne... Ein Gedanken noch schnell loswerden. Sehr gerne. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles... oder Probleme, die wir jetzt sehen, Strukturprobleme beispielsweise, die Abwanderung aus den Dörfern, die Abwanderung aus dem ländlichen Raum, immer auf das Problem Ost-West beziehen. Sondern viele dieser Probleme, die wir hier im Osten jetzt erfahren, gerade die Abwanderung aus dem ländlichen Raum, sind Themen, die im Westen exakt die gleiche Rolle spielen. Also wenn Sie durch Teile Niedersachsens fahren und dort auf den Dörfern sind, dann sehen die nicht viel anders aus als viele Dörfer hier in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern. Aber hinter den Fassaden sieht es anders aus. Was heißt, hinter den Fassaden sieht es anders aus? Naja, wenn Sie auf die Straße gehen, da mag es ähnlich aussehen wie im Osten, aber man muss sozusagen die Menschen angucken, die hinter den Vorhängen sitzen. Ja? Also allein durch die Dörfer fahren reicht manchmal nicht, das wollte ich nur den Hinweis geben. Bei Gaststätten. Nein, die Probleme sind genau die gleichen. Das gibt es in den westdeutschen Dörfern genauso wenig wie in den ostdeutschen. Also wir brauchen eine neue Form des Miteinanders und auch ein anderes Bekenntnis, wie wir den ländlichen Raum stärken. Und da gibt es ein paar Ideen, die man aus dem Osten tatsächlich als Erfahrung mit reinbringen kann. Wir hätten sogar ein paar Beispiele, wie Gesundheitsvorsorge am Stichwort der Schwester Agnes besser abgebildet werden könnte. Sie muss in Thüringen jetzt nur Vera heißen, damit sie ja nicht nach DDR riecht. Also das Krankenhaus, was auf Usedom geschlossen worden ist und dafür sorgt, dass Menschen bis zu 40, 50 Kilometer fahren müssen, um in einem Krankenhaus behandelt werden zu können, das hat die gleichen politischen Folgen in Usedom wie beispielsweise in Niedersachsen, wo die gleichen Krankenhäuser dicht gemacht worden sind. Also das tut sich an der Stelle wirklich nichts. Aber die Gemeindeschwester Agnes aus der DDR, so sehr man darüber lachen mag, weil die auf der Schwalbe rumgefahren ist, aber das Beispiel, dass man im ländlichen Raum eine Gemeindeschwester hat, die medizinische Versorgung macht, wäre mit einer entsprechenden Gemeinschaftspraxis, die hieß zu DDR-Zeit Poliklinik, muss heute MVZ heißen, aber tatsächlich könnten wir das Gleiche gebrauchen im Pfälzer Wald oder in strukturschwachen Regionen auch in Westdeutschland. Ich würde ganz gerne, weil es uns auch immer ein großes Anliegen ist, nach vorne zu schauen und in die Zukunft zu schauen und zu schauen vor allen Dingen, wie können wir Brücken bauen und wie können wir uns annähern, ganz gerne ein bisschen die Schlussrunde schon mal einleiten und da am liebsten anfangen mit Juliane Stückrath, die wir jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gehört haben. Juliane, bevor wir die Schlussrunde machen, gab es jetzt irgendwas, wo Sie sagen, darauf möchte ich nochmal eingehen? Genau, gibt es. Und zwar das Stichwort Jugendweihe. Ich bin auch evangelische Christin und an der Jugendweihe haben sich Biografien entschieden. Und gerade in den vogtländischen Dörfern, in denen ich jetzt unterwegs war, sind das immer wieder Geschichten. Ja, mein Sohn, der hat die Konfirmation gemacht, der hat sich dann was anhören können, der hat seine Lehrstelle nicht gekriegt. Wir müssen aufpassen, dass wenn wir jetzt sagen, die machen jetzt alle Jugendweihe, nicht wieder doch in diese Gefahr dieser Ostalgie verfallen. Es gibt auch durchaus viele Leute, denen wirklich sich der Magen noch rumdreht, wenn die diese Jugendweihe sehen. Die DDR und wenn wir sagen Ostdeutsch, wir waren eine unglaublich heterogene Gesellschaft. Wir waren kein homogener Club, die Schwalbe gefahren sind und Jugendweihe gemacht haben und die Frauen waren alle arbeiten. Nee, es gab ganz viele verschiedene Modelle, in diesem Regime irgendwie klarzukommen und seinen Weg zu finden und auch Modelle der Widerständigkeit. Und da möchte ich noch zu einem Punkt kommen.
diese ich sage mal, es gab so eine doppelte Systemdistanz. Es waren ja die meisten Leute in gewisser Weise widerständig der DDR gegenüber. Die haben zwar in ihrem Alltag sich eingerichtet, aber man hatte schon ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Macht. Und dieses gespaltene Verhältnis zur Macht ist in gewisser Weise vielen geblieben. Die haben sozusagen zu dieser neuen Bundesrepublik wieder irgendwie ein distanziertes Verhältnis. Es ist nicht irgendwie so ganz ihrs, in dem sie sich aufgehoben fühlen. Das spüre ich immer wieder in den Gesprächen, das hört man aus Vergleichen. Ja? Die Bonzen haben es früher so gemacht und jetzt machen die es heute wieder so. Also in solchen Sprachspielen bekommt man das mit, diese Haltung. Weil wir vorhin mal dieses Schlagwort Staatshörigkeit oder so eine gewisse Erwartung an den Staat hatten, haben wir auch eine gewisse grundwiderständige Haltung zur Macht. Und ich glaube, das kommt in dieser politischen Teilhabe auch immer wieder auch zur Geltung. Dass man jetzt wieder die Widerständigkeit zum Beispiel zum Ausdruck bringt, indem man bei Pegida mitläuft. Das ist ein kreuzgefährliches Ding und deswegen glaube ich, dieses Stichwort Identität, was vorhin kam, ist ganz dolle wichtig, dass wir über unsere Identitäten reden. Es ist nicht eine, es sind ganz viele verschiedene Identitäten, die hier aufeinanderstoßen, die auch Kommunikation in den Dörfern teilweise komplett blockieren. In den Grenzdörfern, da sind Leute ausgesiedelt worden, da ist Stasi eingesiedelt worden, die reden bis heute nicht richtig miteinander, die Familien. Also das sind alles ganz komplizierte Gemengelagen, die wir sehr, sehr gründlich kennen müssen. Ostdeutsche haben dann Gespür dafür, die müssen da teilweise gar nicht so viel drüber nachdenken, die spüren das, aber für Westdeutsche ist das wahnsinnig schwer, das zu durchschauen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen schon noch sehr, sehr intensive Forschung und sehr intensives Reden über diese Vielzahl an Biografien, die wir im Osten einfach haben. Stichwort Identität, da würde ich vielleicht ganz gerne nochmal Jessie dazu holen. Ich habe schon erzählt, du kommst aus Ostbelgien und sagst, dass man hätte auch die Geschichte anders schreiben können, wenn du dir jetzt anschaust, wie man mit Ostbelgien umgegangen ist, dem autonomen Teil, dem autonomen deutschen Teil. Möchtest du dazu nochmal was sagen? Und dann würde ich dich gleich vielleicht im Anschluss bitten, zu sagen, was du dir für Ostdeutschland wünschst. Natürlich. Also mit der Identität, von der wir eben gesprochen haben, ich kann die Ostdeutschen sehr gut verstehen, weil ich auch nicht Belgierin bin, sondern Ostbelgierin. Und da kann man jetzt auch darüber diskutieren, dass ich ja eine Belgierin bin, aber das bin ich nicht. Nein, ich bin Ostbelgierin, weil mein Deutsch einfach viel zu gut klingt für Menschen, die aus Belgien kommen, wo ein Land nämlich in drei geteilt ist. Wir haben einen flämischen Teil, wir haben einen wallonischen Teil und wir haben einen deutschsprachigen Teil, in dem 78.000 Menschen leben. Also verschwindend gering und trotzdem existieren wir und wir gehören zwar der Wallonie an, sprich wir sind alle dazu verpflichtet, zweisprachig aufzuwachsen, was natürlich auch sehr schön ist, aber man ist nie deutsch genug für die Deutschen und man ist nie belgisch genug für die Belgier. Und das ist so ein Gefühl, dass ich auch hier bei den Ostdeutschen wiedererkenne, man ist nie deutsch genug für die Westdeutschen. Und bei uns ist es so gewesen, ich meine, ich habe aufgrund meiner sehr klaren Aussprache aus Belgien, wo ich mich diesem Teil sehr, sehr zugehörig fühle, immer schon Probleme gehabt. Ich wurde sehr gerne ein Nazi genannt im Schulhof. Ich bin 85er Baujahr für die, die da so eine kleine Connection machen wollen. Also auch ich bin damals in der Schule beleidigt worden, weil nämlich unsere Region eben eine Grenzregion ist und eben auch während der NS-Diktatur als Pufferzone zwischen den Amerikanern und dem Dritten Reich genutzt wurde. Danach gab es dann eine ganz große Diskussion darüber, wo denn dieser Teil bitte wieder hingehen soll und wir sind so ein bisschen hin und her geschubst worden. Also es ist jetzt nicht so, dass uns jemand wollte. Aber dadurch hat sich ja eben auch eine Identität entwickelt. Eine Grenzregion ist immer nochmal hat nochmal eine ganz andere Identität und das sehen wir auch im Elsass und das sehen wir auch hier in Görlitz, wo man zu Fuß über die Altstadtbrücke geht. Man hat und als Europastadt lebt, man hat in Grenzgebieten immer schon einen ganz anderen Hintergrund und die Ostbelgier wollten sich das bewahren. Wenn du jetzt auf Ostdeutschland schaust, auf die Zukunft, was würdest du dir wünschen?
Naja, was ich mir, dazu wollte ich ja gerade kommen, also was ich gerade sagte mit, das ist etwas, was sich die Ostbelgier bewahren wollten, genau diese Nähe zu Belgien behalten, aber eben auch zu Deutschland. Und das hätte ich mir für die Ostdeutschen gewünscht. Das, wenn ich mit sehr, und das kommt nicht von mir. Das ist nur meine Beobachtung, die ich hier mache in tausenden Gesprächen, ist einfach, dass ganz viele sagen, wir hätten uns das gerne bewahrt. Dieses Gefühl von, man darf ostdeutsch sein und man darf sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen. Und für viele ist diese Wende einfach zu schnell gewesen. So dieses von heute auf morgen eine Gemeinsamkeit wiederherzustellen, das ist unmöglich. Und das ist auch nach wie vor ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auf eine Art und Weise forciert wird. Und was ich mir für die Ostdeutschen wünsche, ist, dass man sie nicht mehr belächelt. Dass es nicht mehr heißt, sächsisch ist der wahrscheinlich hässlichste Akzent, den es gibt. Und ich wünsche mir vor allem, dass die Berichterstattung in den Medien eine andere ist. Und da möchte ich nochmal ganz kurz, wenn ich das darf, auf die B96 hinweisen, die zurzeit in aller Munde ist. Die bösen, bösen Reichsbürger, die alle um Bautzen herum mit ihren Reichsflaggen stehen. Aber es wird aber in keinem Nebensatz erwähnt, was es hier aber für einen Widerstand gibt in den Städten Görlitz, Bautzen, Löbau und Zittau. Und das ist etwas, was mich total stört. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in weitem Maße dazu beigetragen wird, dass sich hier ein Bild gar nicht erst ändert, weil es einfach vielen so gut in die Hände spielt. Und das ist ein ganz großes Problem für mich. Und ich sehe einfach, dass der sehr, sehr viele Menschen, die hier aus der Ecke kommen und nie gegangen sind, weil sie einfach hier etwas dazu beitragen wollen, dass sich ein gewisses Image ändert, eben dadurch auch durch den Dreck und eben auch durch den Kakao gezogen werden. Und ich finde, es ist immer leicht über den ländlichen Raum zu sprechen, wenn man in den Großstädten lebt, das muss ich dazu sagen. Und das ist das, was ich mir für Ostdeutschland wünsche und jetzt in meinem Punkt eben auch für Städte wie Weißwasser, wie Zittau, wie Görlitz, wie Bautzen, wo einfach sehr viel Abwanderung ist, wo Städte innerhalb der letzten 20 Jahren sich um 50% minimiert haben, wo es kein kulturelles Angebot gibt, wo es keine Kinos gibt, wo Menschen nichts machen können, sondern an den Rand gedrängt werden. Und das ist eben auch, der ist eben einer der Gründe dafür, ist eben, dass sich das Bild irgendwie vehement hält, das man hier hat. Und das tut mir gegenüber aller jungen Menschen, die hier leben und sich so engagieren, unglaublich leid. Und das macht mich auch irgendwo wütend. Und ich wünsche mir, dass das aufhört. Ja. Danke, Jessie. Josa, ist es so, wie Jessie sagt, dass dieses, dass es noch lange dauern wird, bis Ost und West zusammenwachsen? Oder siehst du Möglichkeiten, dass dieses Denken in den alten Grenzen auch in Zukunft überwunden wird? Es dauert noch total lange. Ich glaube, manche Dinge werden sich nie ändern. Ich glaube, das müssen wir endlich anerkennen. Ich mache es kurz. Was ich mir für den Osten wünsche, ist, dass die Nachwendegeneration, die Kinder der letzten DDR-Familien, dass die sich trauen, ihre ostdeutsche Identität zu spüren und zu äußern, auch wenn es ihnen von allen Seiten signalisiert wird, dass sie das besser nicht tun sollten. Also einerseits vom Westen, wir sind doch jetzt ein Land, und natürlich auch von den Eltern, denen man nicht sozusagen auf den Schlips treten will, die man nicht kränken will, weil es ja deren großes Lebensprojekt war, den Osten zu öffnen und die eigentlich von einem erwarten, dass man in die Welt geht und sich als großer Kosmopolit gibt. Ich würde mir wünschen, dass man beides macht, in die Welt schauen und sich als Ostdeutsch verstehen. Und dazu müssen wir aber beide tätig werden, nicht die Ossis selbst, sondern auch die, die in den Osten gekommen sind und vielleicht sogar die leise Hoffnung spüren, einmal Ostdeutscher zu werden. Herr Diekmann, was ist Ihre Hoffnung für die Zukunft? Also ich wünsche mir und ich hoffe, dass meine Kinder irgendwann diese, wenn sie über ihre Identität reden, nicht unterscheiden, das ist Ost oder das ist West, sondern dass sie stolze Brandenburger sind und sich die Frage stellen, warum sind die Brandenburger anders als die Ostwestfalen? Welche Mundart ist die schrecklichere, die sächsische oder die oberschwäbische, wo der Papa herkommt? Und dass sie vor allem eines verstehen, dass sie sich als, und das finde ich, ist gerade sehr schön gesagt worden, selbstverständlich einen Blick hinaus in die Welt haben und nie vergessen, dass sie auch eine europäische Identität haben und sich nicht darauf festlegen lassen, ob sie nun aus Ost- oder Westdeutschland kommen. Frau Stückrath, was ist Ihre Hoffnung, Ihr Wunsch für die Zukunft Ostdeutschlands und Deutschlands?
Ja, mein Wunsch für die Zukunft ist, dass diese Revolutionserfahrung, die viele mit sich rumtragen, dass die so als emotionaler Impuls, auch als positiv belegtes Erlebnis, dass man wirklich etwas zu einer Demokratie hin verändern kann, dass diese Kraft immer wieder auch beflügelt, sich für die Demokratie weiterhin im Land einzusetzen und auch die Transformationserfahrung, dass die sind sehr, sehr wertvoll und dass wir diesen Wert den auch nicht vergessen, dass wir den immer wieder beimessen und dass das dieses Land insgesamt voranbringt, dass das also ein Geschenk ist eigentlich auch für Gesamtdeutschland, dass wir diese Erfahrung machen konnten im Osten. Also für mich ist nach wie vor die Zeit 89, 90, ich war damals 14 Jahre, eine unglaublich inspirierende Kraft, auch für mein gegenwärtiges Engagement für die Gesellschaft. Und das hoffe ich, dass das noch mehr gewürdigt wird und dass man weniger die Probleme betont, sondern diese Energien sieht, die überall auch noch vorhanden sind. Vielen Dank. Herr Ramelow, Sie haben jetzt viele Wünsche gehört. Sie sind als Politiker auch in der Gestaltungsmacht. Was ist Ihr Wunsch und woran arbeiten Sie konkret? Den Mutmachern die Kraft zu geben, die Mut, den sie anderen geben, eben auch zu verdeutlichen und klarzumachen, dass nicht die Miesmacher das Land bestimmen, sondern die Mutmacher entscheidend für uns sind. Die Transformationserfahrungen vor 30 Jahren haben Prozesse in Gang gesetzt, von denen wir heute noch zehren. Ich bin überzeugt, dass die klein- und mittelständische Wirtschaft, die Thüringen prägt, jetzt in Corona-Zeiten sogar die ist, die uns eine Chance gibt. Wir sind in zwei Prozessen gerade drin. Das sind Betriebe, die nach der Wende erst gegründet worden sind und das sind Betriebe, in denen jetzt gerade Generationswechsel stattfindet. Da ist so viel Innovationskraft, da ist so viel Power drin. Das würde ich mir sehr wünschen, dass diese Betriebe auch gemeinsam deutlich machen, dass es sich lohnt, stolz auf die Region zu sein, in der man die Chancen genutzt hat, die vor 30 Jahren ermöglicht worden sind. Und wir sind die Drehscheibe zwischen West- und Osteuropa. Wir kennen viele Menschen, die viele Sprachen können und wir sind gut vernetzt in die osteuropäischen Länder. Ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht, die ich für nicht möglich gehalten hätte. Ich bin mit großen, sagen wir mal, Beklemmung nach Vietnam gefahren, weil meine Unternehmer mich gebeten haben, dass ich sie auf die Reise nach Vietnam begleite. Und ich habe sozusagen den ganzen westdeutschen Film des Vietnamkriegs im Kopf. Und erlebe auf einmal, dass ich in Vietnam überall freundlichst begrüßt werde, und zwar als Thüringer oder als Ostdeutscher oder als DDR-Nachfolgeregion. Und auf einmal sind wir im Gespräch, dass wir viele junge Vietnamesen jetzt nach Thüringen einladen, ihre Ausbildung zu machen. Wir haben aktuell um die 800 junge Vietnamesen in Thüringen, die ihre Ausbildung machen. Und ich bin fasziniert, wie viele Betriebe in beide Richtungen, Vietnamesen, die nach Thüringen kommen und Thüringer, die jetzt nach Vietnam gehen, was da auf einmal für eine Anknüpfungsmöglichkeit ist aus Zeiten, wo ich gedacht habe, dass die DDR-Erinnerungen für Vietnamesen nicht besonders schön seien. Das war meine westdeutsche Brille, dass sie bezeichnet worden sind als Fidschis. Und Medina hat ja darauf hingewiesen, dass nicht jeder, der eine andere Hautfarbe hat, hier unfallfrei durch die Gegend kommt. Das ist ein Problem, dass wir mit nicht einmal 5% Nichtdeutschen eben auch ein Feld haben, dass Rassismus dabei immer wieder gestärkt sich aufmacht. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich hoffe darauf, dass tatsächlich viele unserer Akteure hier sagen, wir dürfen Rassismus nicht zulassen. Und ich erlebe tatsächlich Firmeninhaber, die sagen, also wenn den Vietnamesen was passiert, dann gibt es hier Ärger. Und auf einmal merke ich, wie der Stammtischstratege, der vielleicht eben noch so halbrassistische Sätze gesagt hat, auf einmal eine sehr persönliche Beziehung zu jemandem hat, der ihm am Herzen liegt und nicht bereit ist, dass da ein Schaden entsteht. Das sind Kraftmomente, bei denen ich sage, wir haben allen Grund, ostdeutsche Identität zu pflegen, auf ostdeutsche Identität stolz zu sein, genau das zu machen, was Herr Schlegel gesagt hat und auch in der Tat darüber auch mal grantig zu sein. Ich erinnere mich, dass ich 1992 auf einer Gewerkschaftsversammlung für uns Dienstkleidung vorgeschlagen habe, für uns Westdeutsche, nämlich Khaki-Hose und Tropenhelm. Und damals hat man mir Schläge angeboten von anderen westdeutschen Kollegen,
weil ich das Gefühl hatte, dass wir überall uns so benommen haben, wie die Treuhand sich auch benommen hat. Und am Ende war es wichtig, denen zu helfen, die sich selber aufmachen. Und darin sehe ich nach wie vor meine Aufgabe, denen Mut zu machen, die selber als Mutmacher unterwegs sind und sich nicht über Pegida definieren zu lassen, nicht über die Lichterketten oder diese Warnwichtelketten und was da alles unterwegs ist, die Reichsbürger oder sonst was, die haben wir auch bei uns an jeder Ecke. Deswegen mache ich mich bei Facebook und bei Twitter halt ab und zu mal lustig über Chemtrails und sage, die Reichsflugscheibe ist jetzt in Thüringen im Einsatz und sie sprüht immer ohne Thüringer Wald. Vielen Dank für diese Schlussworte, für diese Schlussrunde. Wir wollen jetzt gleich noch mal kurz auf Fragen eingehen. Und da würde ich ganz gerne den Subtor Vogtland bitten, seine Frage zu stellen. Und die Kollegen, bis sie den Subtor raussuchen, können wir noch mal die Frage von Peter Kranz aufnehmen, die ich vielleicht gerne an Josa weitergeben würde. Und zwar fragt Herr Kranz, ist denn nicht an die Stelle der Ostidentität bereits eine neue Identität gekommen? Das ist ja eine sehr offene Frage. Ich verstehe sie mal so, dass man vielleicht nicht sozusagen das, was man jetzt über meine Eltern gesagt und gedacht hat, also DDR-Biografien, auch automatisch auf deren Kinder, also mich, anwenden sollte. Ich würde dem natürlich sofort zustimmen. Wir müssen eigentlich irgendwie hätten vielleicht ein neues Wort finden müssen oder ja, müssen vielleicht noch klarer signalisieren, wovon wir sprechen, wenn wir von Nachwende-Ost-Identität sprechen. Das unterscheidet sich natürlich ganz maßgeblich, ob ich die DDR mitbekommen habe oder nicht. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass es einen ganz großen Kampf der Identitäten gibt. Also es gibt sozusagen viele, viele verschiedene Identitäten, die ihre Aufmerksamkeit reklamieren. Und ich möchte dann doch sagen, dass es Identitäten gibt, die, naja, mit denen man vielleicht nicht ganz so leicht durchs Leben kommt, wie man als Ostdeutscher doch noch durchs Leben kommt. Also jemand, der irgendwie von Rassismus betroffen ist, der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Recht darauf, seine Identität Anerkennung findet, als einer, der eben ja nichts erbt, weil er Ostdeutscher ist. Also da würde ich immer zur Vorsicht mahnen, dass man sozusagen ostdeutsche Identität erst dann reklamiert, wenn es irgendwie ja um einen intellektuellen Diskurs geht, aber nicht um Leben und Tod. Ist denn Subtor jetzt da? Verstanden. Ja. Ja, wir sind da, genau. Sehr gut. Mögen Sie Ihre Frage stellen? Ja, gerne. Also es geht um unseren Sohn. Wir sind selber ein deutsch-deutsches Ehepaar. Ich habe sozusagen aus dem Westen, gebürtiger Marburger, also durchaus grenznah, 92 zum Studium rübergemacht nach Halle an der Saale. Meine Frau kennengelernt, gebürtige Dresdnerin und durch einige Stationen jetzt eben in Plauen, also auch wieder grenznah sozusagen am südwestlichen Zipfel Sachsens wohnend. Haben sehr gemischte Erfahrungen gemacht. Ich hatte mich auch ein bisschen auf das Thema rübergemacht, Westdeutsche im Osten, ein bisschen auch gefreut. Aber das Thema, was ich gefragt habe, betrifft eher unseren Sohn. Der ist 95 geboren, also sozusagen eines der ersten deutsch-deutschen Produkte. Ist auch aufgewachsen, zur Schule gegangen, alles in Sachsen und studiert jetzt, ist fast fertig, Psychologie in Gießen. Und was uns sehr auffällt, ist, dass sozusagen, während es relativ egal ist, ob jemand Schwabe ist, Westfale ist, Hesse oder sonst etwas, der Ostdeutsche, also sozusagen das Outing, wenn er sagt, übrigens, ich komme aus dem Osten, das wird gar nicht mal als Makel unbedingt gesehen, aber es ist etwas Fremdes. Es ist völlig okay zu sagen, ich als Marburger arbeite jetzt in Köln, ich als Hamburger bin jetzt in München beschäftigt. Das ist alles der normale Wahnsinn heutzutage. Aber wenn jemand sagt, übrigens, ich komme aus Leipzig und arbeite jetzt von mir aus Hannover, dass man immer noch mal sagt, ui, wir haben es jetzt geschafft. Und da ist immer noch so eine Fremdheit da. Es ist völlig normal, sich innerhalb Westdeutschlands zu bewegen. Es ist immer noch die Ausnahme. Und er sagt auch in seinem ganzen Studium, er ist der Einzige von, ich weiß nicht, wie viele hunderten Kommilitonen aus dem Osten. Er verleugnet das nicht, aber es ist etwas, was ihn, es löst ein
Belustigendes, Befremdendes, also ein Befremden aus. Und das macht uns doch immer wieder sehr nachdenklich, was die gelungene Einheit betrifft. Auf dem Papier vollzogen, in den Köpfen, ich mag es auch von meiner alten Heimat her, ist da doch durchaus noch die berühmte Mauer in den Köpfen, die existiert noch. Auf unterschiedliche Weise, West zu Ost, aber es existiert noch sehr wahrnehmbar. Das bedeutet, die Frage ist so ein bisschen, wie können wir diese Mauer brechen? Nehme ich das so richtig wahr? An wen wollen Sie die Frage stellen? Eigentlich als Plenum. Ich habe jetzt keinen gezielten Ansprechpartner. Ich kann etwas dazu beitragen, wenn ich darf. Ich kann das nämlich sehr gut nachvollziehen. Ich stehe ja regelmäßig auf Bühnen, so an circa 20 Tagen im Monat. Und als ich 2013 nach Deutschland kam, habe ich erst in Hannover gelebt. Dann bin ich nach Berlin gezogen und jetzt lebe ich eben in Görlitz. Und ich werde ja immer mit meiner Stadt angekündigt, aus der ich komme. Hallo, hier ist Jessie Jensler-Fleur aus Hannover und dann eben aus Berlin. Und während bei diesen Städten nie irgendetwas beigefügt wurde, außer bei Hannover vielleicht mal aus der langweiligsten Stadt Deutschlands, war es dann jetzt mit Görlitz auf einmal in der Anmoderation, auch wenn es witzig gemeint war, keiner hat eine Ahnung, warum sie hingezogen ist, aber vielleicht wird sie es uns selber erzählen. Hier ist eine junge Dame, die kein Nazi ist, obwohl sie aus Görlitz kommt es ist regelmäßig von Anmoderation, also professionelle Moderatoren, die die Oberlausitz nutzen, um sich ein Stück weit in meiner Anmoderation drüber lustig zu machen. Und oder aber auch, hier ist für euch Jessie Jensler-Fleur aus Görlitz und es geht als allererstes ein enormes Raunen durch den Saal oder ein Lachen. Es ist total spannend, wie ich nur mit einer Stadt in der Anmoderation sofort bei den ZuschauerInnen etwas aufwerfe. Was mir aber auch aufgefallen ist und da jetzt zum Thema, wie kann man das ändern, ist, dass ich nie so oft wie jetzt Publikumsgespräche führe. Also, dass nach meinen Auftritten unglaublich viele ZuschauerInnen zu mir kommen und sagen, wow, okay, ist es wirklich so krass, wie man in den Medien das immer hört? Stimmt das? Wow, das wusste ich ja gar nicht, dass es auch Menschen wie dich gibt, die daherkommen. Ich merke, dass es in vielerlei Hinsicht einfach dieses Nichtwissen ist, dieses einfach sich nicht bewusst ist und da deswegen ja auch eben in Bezug auf die Berichterstattung. Und ich glaube, das Einzige, was möglich ist, ist einfach, ich finde das toll von Ihrem Sohn. Sie sagen, es ist der Einzige, aber gleichzeitig ist er auch derjenige, der am Ende eben sehr, sehr viel, so, so viel dazu beitragen kann, indem er halt eben auch, weiß ich nicht, so ein bisschen als Botschafter ja auch rumläuft. Also ich meine, Sie kommen super sympathisch rüber. Ich kann mir nur vorstellen, dass Ihr Sohn mindestens genauso sympathisch ist und dementsprechend ein ganz tolles Sprachrohr rein sein darf. Und das fühle ich mich für Ostbelgien auch ganz oft. Und ich glaube, das ist es eben, dass mehr Ostdeutsche eben auch mit Stolz darauf reagieren und sagen, ja, dann bin ich halt anders. Und bei uns laufen die Dinge halt ein bisschen anders. Und nein, es ist nicht so, wie du denkst. Aber da sind wir, glaube ich, auch wieder beim Spruch, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Also ich denke, es ist einfach mangelnde Aufklärung. Und das ist das, was ich als Künstlerin, als Spoken-Word-Künstlerin auf Bühnen mache. Ich schreibe inzwischen vorrangig Texte über meine Erfahrungen im Osten. Ich schreibe sehr viele Texte da über das Engagement hier im Osten. Und ich merke einfach, dass Menschen dann mich anschreiben auf Instagram oder auf Facebook und sagen, danke, das wusste ich nicht. Ich habe mir jetzt mal ein Buch gekauft. Ich habe mir eine Doku angeguckt. Ich setze mich damit auseinander. Und das ist so mein sehr, sehr kleiner, aber ich finde in der Masse vielleicht großer Beitrag dazu, dass sich etwas ändert. Und ich glaube, das kann Ihr Sohn auch tun in dem Sinne. Ich kann allerdings nicht sagen, dass wenn ich immer irgendwo aufgeschlagen bin, noch vor 30 Jahren, als ich nach Hamburg gegangen bin und gesagt habe, ich komme aus Bielefeld, dass dann Leute immer besonders beeindruckt gewesen sind. Das Einzige, was ich heute immer höre, wenn ich sage, ich komme aus Bielefeld, ist, ach, das ist doch die Stadt, die es gar nicht gibt. Also auch diese Witze gibt es natürlich auch über eine andere Herkunft. Also ich finde, man muss auch so ein bisschen vorsichtig sein, sich jetzt diesen Minderwertigkeitskomplex einzureden und den auszuleben und daran auch Freude zu haben, den genießen zu dürfen. Dafür gibt es gar keinen Grund. Es gibt so unglaubliche Erfolgsgeschichten, ob das künstlerische Erfolgsgeschichten sind, ob das journalistische Erfolgsgeschichten sind, ob das Unternehmer-Erfolgsgeschichten sind, die alle ihren Ursprung im Osten haben, in ostdeutschen Biografien. Und es gibt, finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, jetzt auch immer zu sagen, oh, du kommst aus dem Osten. Ehrlicherweise habe ich das ganz, 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 ganz selten erlebt. Wir haben sehr früh auch bei uns in der Redaktion
mit Kollegen zusammengearbeitet, die aus ganz Deutschland kamen. Und da gab es nie diese Empfindlichkeiten, wie der kommt daher. Das ist ja überraschend, wie hat er das denn hierher geschafft? Aber also, Herr Dieckmann, ich glaube, es gibt solche und solche Erfahrungen. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber Herr Dieckmann, ich muss Ihnen trotzdem ganz kurz sagen, dass es für mich ein enormer Unterschied ist, ob mir jemand sagt, ach, du kommst aus der Stadt, die es gar nicht gibt, oder ach, du kommst aus der Nazi-Hochburg. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Also sorry, wenn ich sage, ich veranstalte in Bautzen, dann ist die erste Frage, die mir gestellt wird, ob die Poeten und Poetinnen, die ich einlade, nicht Angst davor hätten, abends nach der Veranstaltung verfolgt zu werden. Das ist ein enormer Unterschied. Und ich denke, das hat nichts mit Minderwertigkeitskomplex zu tun, sondern einfach mit falschen Tatsachen, an denen eben auch nicht viel geändert wird. Also es ist leider eine Erfahrung, die ich hier in regelmäßigen Abständen machen muss. Und, das ist zwei Jahre her, da war die Debatte über die No-Go-Areas im Osten. Ich will nur daran erinnern. Das ist ganz massiv so debattiert worden, dass man, wenn man eine andere Hautfarbe hat, keinesfalls in die neuen Länder fahren soll. Meine Frau ist Italienerin, sie sieht auch erkennbar etwas anders aus. Die erzählt mir dann jedes Mal, wo sie solche Erfahrungen sammelt. Aber wenn man das dann immer wieder laut, also statt miteinander umzugehen, im positiven Sinne, was ich an dem Beispiel der vietnamesischen Geschichten erzählen wollte, wenn wir das nicht umwandeln, sondern immer nur das Bild über Dunkeldeutschland erzählt wird, Herr Dieckmann, das ist der Punkt, wo es dann ganz schwierig wird. Und die Erfahrungen, die gerade geschildert worden sind aus Gießen, das hat mir ein junger Student aus Gera geschrieben. Ich hatte mich ja mal gestritten mit einem heute Moderator über die Frage, als ich Ostministerpräsidentenkonferenzvorsitzender wurde, braucht man sowas überhaupt noch im 30. Jahr? Und ich habe ein paar der Dinge aufgezählt, die eigentlich verändert werden müssten. Und daraufhin schrieb mir ein junger Mensch aus Gera, der auch in Gießen studiert, seitdem er dann gesagt hat, dass er aus Gera sei, wäre es ziemlich still um ihn herum geworden. Also ich kann die Geschichte nur weiter erzählen, solche Erfahrungen. Und meine Bemerkung bleibt, wir haben es uns nicht erlaubt, wenigstens drei positiv wirkende Themen, die aus der ehemaligen Sozialisation der DDR gekommen sind, gesamtdeutsch so aufzusetzen, dass tatsächlich eine positive Veränderung auch in Gießen wahrgenommen worden wäre. Also polytechnische Oberschule wäre ja ein echtes Thema gewesen. Eine bessere Versorgung im ländlichen Raum mit medizinischer Versorgung, ich habe es vorhin gesagt, oder die Poliklinik. Das sind so Themen, wo man hätte Dinge verändern können. Und so haben wir eben nur die Erfahrung von Sandmännchen und grüner Pfeil und die reichen eben nicht, um eine gesamtdeutsche Wahrnehmung zu haben, dass es in der Sozialisation der neuen Länder auch Themen gibt, die uns allen gesamtdeutsch gut getan hätten. Und ich schaue nach vorne und sage, vielleicht hilft uns jetzt Corona, weil das ist die erste gesamtdeutsche Krise, die wir erleben. Vielleicht schaffen wir es dadurch, Gemeinsamkeiten zu entwickeln. Und letztlich der Umgang mit Kindern, dass bei uns 10 Stunden Kinderbetreuung gesetzlich vorgeschrieben ist, das könnte sich auch eine westdeutsche Mutti, um es mal in dem Jargon zu sagen, auch vorstellen und wünschen. Und eine letzte. Ja. Ich wollte nur noch mal sagen, weil Herr Ramelow, vielen lieben Dank übrigens für Ihren Beitrag, weil Herr Ramelow immer von der Poliklinik spricht. Ich möchte noch mal einen anderen Sektor reinbringen, der auch im ostdeutschen Rahmen sehr selten bis gar nicht genannt wird. Und zwar, das ist der soziokulturelle Sektor. Und ich habe selten so eine Solidarität erfahren, wie zwischen soziokulturellen Zentren, die Kunst- und Kulturveranstaltungen machen und meistens auch die einzigen sind, die einen kulturellen, gesellschaftlichen Beitrag leisten, aber am allermeisten leiden, gerade wenn die AfD vermehrt im Stadtrat sitzt und sie einfach zittern müssen, dass sie ihre Gelder nicht mehr bekommen. Ich möchte auch noch mal kurz sagen, in Bezug auf Corona, dass eines der ersten Förderprogramme, die Sachsen gestrichen hat, der Fördertopf Offenes Sachsen ist, was eben antirassistische Projekte an Schulen macht. Und auch da sind soziokulturelle Zentren wieder da und setzen sich dafür ein, dass diese Angebote für Jugendliche eben nicht wegfallen. Und ich habe sehr viele Menschen in meinem Freundeskreis, die gegangen sind, weil sie ihre Jugend nur kennen, weil sie von Nazis verfolgt worden sind. Und diese Art der Solidarität zwischen Kulturschaffenden habe ich nirgendwo sonst in deutschen Großstädten jemals so erfahren wie hier. Weil, um es mit den Worten meines Partners zu sagen, der nämlich einen Master in Kulturwissenschaften hat und weiß, dass er in Westdeutsch um einiges mehr Geld bekommen würde, hat nämlich zu mir gesagt, es ist hier, wo man etwas verändern muss. Und das wird nicht stattfinden, wenn man geht. Und diese Art der Solidarität ist auch ein Überbleibsel, das mir andererorts ganz oft gefehlt hat.
Also das war jetzt nur noch mein Beitrag zur Poliklinik. Nein, vielen Dank. Herr Ramelow, wenn Sie es erlauben, würde ich Ihnen gerne noch eine Zuschauerfrage stellen. Und zwar kommt die von Basti Hirsch und er geht auf die Worte von Josa Mania Schlegel ein. Er sagt, ist die fehlende Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die den Josa Mania Schlegel beschriebenen Groll auslöst. Wie wird dieses Verfassungsziel von Ministerpräsident Ramelow verfolgt? Ich darf darauf hinweisen, dass das Grundgesetz den Ausgleich vorsieht und dass ich seit Jahren darauf hinweise, dass dieser Ausgleich so nicht stattfindet, wie er stattfinden müsste. Aber es geht nicht um Gleichmacherei, sondern es geht um gleiche Chancen. Und das Beispiel der verlängerten Produktionswerkbänke ist etwas, bei dem es ganz klar deutlich wird. Wir sind Absatzgebiet und wir sind Produktionsgebiet der Teile, die am Ende in einer Firma zusammengeschraubt werden, deren Konzernzentralen im Westen sind. Die Steuern werden dann im Westen bezahlt. Die Wertschöpfung wird im Westen bezahlt. Das ist ein Problem, weil man dann immer sagt, die Ostdeutschen sind undankbar, obwohl wir einen starken volkswirtschaftlichen Beitrag für die gesamtdeutsche Leistung bringen. Unsere Automobilzulieferbetriebe sind diejenigen, die am flexibelsten im Markt fungieren können. Und diese Wertschöpfung wird woanders am Ende in Fiskalrechnung umgesetzt. Und da fällt es auch einem Ministerpräsidenten in einem ostdeutschen Bundesland schwer, die Gleichrangigkeit am Ende, Vergleichbarkeit durchzusetzen. Wir erlauben uns, Kindereinrichtungen weiterhin zu finanzieren. Wir erlauben uns, die soziokulturellen Vereine im Moment mit Sondergeldern am Leben zu erhalten, weil das, was Frau Lafleur gerade gesagt hat, für uns das notwendige Vademekum ist, dass wir gesellschaftlich überhaupt noch die Vielfalt am Ende haben. Und Corona könnte uns das auch alles ziemlich schnell kaputt machen. Das heißt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsplatz müsste erst wieder als rechtlicher Maßstab durchgesetzt werden. Aber bitte dann auch für die Rumänen und Bulgarinnen bei Tönnies, die eben auch genauso Ost mäßig abgefrühstückt worden sind und wesentlich schlechter behandelt werden. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, Herr Ramelow. Ich bedanke mich auch ganz herzlich an alle anderen Gäste, Panelisten, Fragenstellenden. Danke an alle, die bei Rübergemacht mitgemacht haben. Ich weiß, dass viele dabei sind, zugeschaut haben. Vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben und die sich bei Wir sind der Osten beteiligen. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken an das großartige Team, das diese Initiative aufbaut und weiterträgt. Herzlichen Dank an Christian Bollert, Lutz Mache, Daniela Schulze, Tobias Kremkau. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, so viel Zeit muss sein. Sophie, Lorraine Senf, Johanna Stoiber, Juliane Kollrepp, Rumi Gessner, die unsere Fotos macht, Henning Tillmann, der unsere Website gebaut hat. Ganz herzlichen Dank auch an Thomas Vorreier und Mario Köhne, die uns ganz stark unterstützt haben, hier rübergemacht mit aufzubauen. Danke Philipp Seelhoff, Amanda Groschke von Perspektive hoch 3, die uns ganz toll unterstützt hat. Danke an August Modersohn, Tarek Bakuni, Jordane Kofer, Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum, Greta Taubert und Micha Bohmeier. Und vor allen Dingen auch vielen herzlichen Dank an die Sparda Bank Berlin, die unser neuer Partner ist und uns jetzt unterstützt finanziell. Danke an Artikel 1 e.V., die uns immer unterstützen, sowie die Google News Initiative. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr das auch gerne tun. Ihr findet einen PayPal-Button auf unserer Website. Und ansonsten, falls Journalisten dabei sind, wir werden auch noch eine Pressemitteilung rausgeben zu den neuen Geschichten. Die bekommt ihr. Und ich kann euch allen nochmal die vielen Geschichten auf der Website empfehlen. Es gibt viele spannende, tolle Eindrücke und ich möchte mich bei allen bedanken, die mitmachen und sich engagieren. Danke, danke, dass ihr dabei wart. Ciao.